Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports, ich begrüße euch zurück zu World of Tanks. Wir sitzen nochmal oder wieder mal in unserer IS-3. Einfach weil ich die Mannschaft, bevor ich die in den IS-8 stecke, noch etwas pushen möchte. Ich habe ja, wie ihr wisst, hier immer noch keinen sechsten Sinn drauf und nun ja, das ist nicht so schön. Und außerdem möchte ich noch ein bisschen Zeit rausschinden, um vielleicht demnächst, eventuell vielleicht zu Ostern, eine Aktion abzufassen. Die, ich weiß nicht, ob sie kommt, aber gerade zu solchen Feiertagsgeschichten gibt es ja häufig mal, dass man seine Mannschaft zu 50% günstiger umschulen kann. Das würde ich dann auch gerne nutzen, um da etwas Gold in die Hand zu nehmen. Ansonsten finde ich halt 1000 Gold immer relativ viel für eine Umschulung. Und da prallen wir am T-34 ab. Oder kommen nicht durch. Wie auch immer. Der Kollege stellt sich hier wunderbar Hull down und wir knallen ihm voll eine in die Kommandantenkuppel. Oh, das finde ich schön. Das gefällt mir. Ah, dafür kriegen wir jetzt eine von ihm. Gut. Ja, das muss mal hier jemand anders lösen. Das war gerade ein reiner Glückstreffer. So, hallo. Ah, jetzt traut er sich nicht. Ich vermute, er ist alleine. Wir fahren mal dem Conqueror hinterher. Sehen wir mal, was hier noch so für spaßige Sachen aufgehen. Und der Conqueror macht jetzt kurzes Geschäft, Geschäft. Kurzen Prozess mit ihm. Wow, Junge. Da ist die IS-3. Der ging nicht durch. Wie geht das denn von der Seite? Ich fasse es nicht. Gut. Dann kümmern wir uns mal liebevoll um den Tiger 1. Lasst mir was übrig. Wow, okay, das war jetzt summiert mit jemand anderem. So, da ist der Tiger 1 auch weg. Oh Leute, schafft ihr es? Ja, ihr schafft es, okay. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Artis, die ja hier irgendwo rumstehen dürfen. Gleichzeitig cappen wir ein bisschen. Da ist keine Arti. Ach, wisst ihr was? Die anderen scheinen sich um die Artis zu kümmern. Ich gehe mal an den Berg. Und versuche da, was steht da unten? Ein T-34. Sehr, sehr schön. Die anderen kümmern sich darum, dass der Gegner nicht auf unseren Cap kommt und wir können etwas den Typ 59 beziehungsweise unseren T-34 unterstützen. Oh je. Da ist eine Arti. Holen wir uns erstmal die. Die versucht jetzt noch wunderbar hier zu verschwinden. Oh, die ist kein One-Shot. Jetzt fahren wir hier mit der Arti durch die Gegend. Damit verlieren wir natürlich wieder einen Haufen Zeit. Müssen erst wieder hier runterfahren. Gut. Und jetzt fahren wir auf den Berg hoch. Ich komme ja schon, ich komme. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich den anderen T-34 vom Gegner, der da auf dem Berg war, oder ist, schon eine von hinten hätte geben können. Aber mein Schuss ging leider sonst wo hin. Und jetzt müssen wir uns hier den Berg hochquälen. Gib Gas! Da kommt jemand. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ein Tiger P, der versucht, den Rücken zu decken. Ja, nice, lucky, die Entfernung war jetzt nicht so hoch, dass ich hätte ewig einzielen müssen. Und da kann man so einen Snapshot schon mal wagen.
Ihr habt meinen Zielkreis ja gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der vorbeigeht, war jetzt relativ gering. Und wenn wir Glück haben, holen wir uns den T-34 noch. Hallo, mein Freund. Sehr schön. Und ja, kurz bevor es durchgekappt ist, war doch eine angenehme Runde, würde ich sagen. 3 Kills haben wir gemacht. Ah, so kann es laufen. So kann es immer laufen. Gut, dann sehen wir mal uns die Auswertung an. Wir haben 2. Klasse bekommen. Wirkungsfeuer sind vom Schaden auf dem 4. Platz mit 1850. Der Conqueror war richtig gut. 4000 Schaden, nicht schlecht. Hat 5 Kills auch noch gemacht. Meine Güte, Hut ab. Wir haben 3 Kills gemacht, sind von den Erfahrungspunkten auf Platz 3, was, denke ich, auch sehr gut ist. Das andere sind alles 9er. Wir waren also dann der beste 8er in dem Match. Und das macht dann mit Premium 21.800 Credits und 1.315 XP, was ein akzeptabler Wert ist, würde ich sagen. Trotz des schönen Gefechtes würde ich sagen, wir versuchen es einfach nochmal, ob es vielleicht noch ein Ticken besser geht. Ihr werdet sehen, bis gleich im zweiten Gefecht. So, liebe Panzersportfreunde, da begrüße ich euch zurück zum zweiten Gefecht in unserem IS-3. Wir sind Top-Tier auf der Siegfried-Linie und müssen verteidigen. Gegen uns steht ein Kenneron, IS-3, Tiger 2, STA-1, T26E4. Das ist, glaube ich, der Super Pershing. Naja, noch ein bisschen Kleinmist mit IS etc. Wir haben... Nee, haben wir nicht. Ich habe gedacht, wir haben ein paar mehr Heavys. Auf geht's! Aber die haben wir nicht. Gut. Dann sehen wir mal zu, was wir hier so machen. Ja, heute sowieso der Tag der Verrückten. Ich versuche schon eine ganze Weile jetzt hier ein brauchbares Match zusammenzukriegen. Auch schon mit anderen Panzern hat es Ewigkeiten gedauert, bis ich Matches für Videos zusammen hatte. Und ich versuche ja auch mal Live-Kommentar zu machen, deswegen kann das immer so ein bisschen problematisch sein. So, wir gucken mal, ob hier was hochkommt. Ja, da kommt sogar was hoch. Und sagen direkt Hallo und verkrümmeln uns dann auch gleich, damit uns die Arti nicht holen kann. Ah, die Arti ist da hinten, das ist gut. Die kann uns hier also nicht beschießen, dann können wir hier in aller Seelenruhe stehen bleiben. Oh, sehr schön. 5 Sekunden, STR1, du bist mein Freund. Ah, der steht dahinter, okay. Okay. Die haben sich da also hin verkrümelt. Was macht der Super Pershing? Kommt der? Ne, der traut sich nicht. Obwohl doch, jetzt vielleicht. Ah, ja. Wirkungstreffer. Und da kriegt der Schöne eine in die Seite, verpasst von mir. Scheint ihn noch nicht so richtig zu interessieren. Schade. Gut, der Kill wird von jemand anders gemacht. Dann fahren wir mal vor. Einfach um hier Support zu leisten. Und da ist der STA-1. Aber wir kümmern uns erstmal um den Tiger. Oder vielleicht doch noch um den Nest. Ja, kommt er nun oder kommt er nicht? Naja, kommt nicht. Er will nicht. Ja, mein Freund. Da schieße ich hier in die Kommandantenkuppel, wenn du dich so hinstellst. Okay, dann versuchen wir hier erstmal ein bisschen zu supporten. Okay. Ja, jetzt ist die Situation ein bisschen schwierig hier. Ein IS, der jetzt noch eine verpasst kriegt. Er zieht uns wieder bloß die Kette. Und, ich gehe jetzt Risiko. Er auch. Und da ist er weg. Wie sieht's hinter uns aus? Hinter uns ist sauber. Der KV-2 hat dafür gefressen.
Die Sue ist weg. Okay. Wir gehen mal mutig auf den Tiger 2. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was scheinbar ganz gut funktioniert. Dann fahren wir hier mal rum. Und versuchen uns den Kollegen von hinten zu schnappen. Was hoffentlich funktioniert. Wo ist er denn? Ah, der ist dort. Okay. Naja, dann fahren wir halt dorthin. Ist auch richtig. Ja, ja, ganz ruhig. Das war zu... Ja, dann rammen wir ihn. Hallo. Bumm. Und in 2 Sekunden ist er auch weg. Er ist schon vorher weg. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel will. Wir hätten in aller Ruhe den Schuss setzen können. Ja, ich komme ja mit. Ich komme mit. Wir müssen nur aufpassen wegen der Arti. Erwischt. Und der Kollege guckt nicht in unsere Richtung. Wir rammeln ihn nochmal an. Okay, wird das unser Kill? Nein, es wird nicht unser Kill. Ein Eigner beschießt uns. Das ist ganz toll, nur weil er auf den Kill geil ist. Ah, Mann, ey. Sowas ist echt uncool. Weil das macht einfach so keinen Spaß. Also, ich weiß auch nicht, was das soll. Aber ich will nicht meckern. So. Dann räumen wir mal noch etwas in der Stadt auf. Der T25. Oh nein. Ich glaub's doch nicht, oder? Ach, ärgerlich. Hätte unser Kill sein können. Vielleicht kriegen wir den T71, der jetzt unsere Arti holt. Ja, ihr seht, was passiert, wenn man selber zu scharf auf die Kills ist. Dann holt man halt nur einen statt potenziell 3 oder auch 4. Ja, 3 wäre realistisch gewesen. 4 mit Glück. Aber vielleicht gelingt es uns jetzt hier auf den kleinen Mann. Immerhin, wir machen nochmal Schaden, das ist schön. Unsere Teammates schaffen es nicht, ihn zu holen. Na, haben wir Glück, kriegen wir den Kill noch. Ja, wir kriegen den Kill noch, nice. Da ist das doch noch versöhnlich zu Ende gegangen hier. Ich dachte ja schon, ich muss ja noch eine Tischkante beißen, als ich den Tiger 2 und den T25 nicht bekommen habe. Gut. Die Auswertung, 2. Klasse, Wirkungsfeuer, was ist das hier, Großkaliber und Unterstützer, das gefällt mir sehr. Wir sind mit dem Schaden auf Platz 1 mit 3600 Schadenspunkten. Ich muss mal die Position, die ich ganz am Anfang hatte, ein bisschen merken, weil wenn der Gegner keine Artis hat, kann man da die Panzer, die da hochfahren, eigentlich ganz gut beschießen. Bei den XP haben wir 1035 Basis-XP bekommen und haben, wie ihr gesehen habt, 2 Kills gemacht. Sind damit auch auf Platz 1. Wir haben noch 719 Schaden ermöglicht für unser Team und haben insgesamt 36.600 Credits und 1552 XP bekommen. Wohlgemerkt mit dem Premium-Account. Ja, da würde ich sagen, wenn euch die beiden Matches gefallen hat, schreibt es in die Kommentare oder gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es trotzdem in die Kommentare. Ich würde das dann gerne wissen, weil ich will mich ja verbessern und dann ohne Kritik kann ich nichts besser machen. Ich muss es also wissen. Schreibt es einfach rein. Und ansonsten sehen wir uns zu einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, ciao, euer O'Hare.